Willkommen zum Hamburg Journal um 18 Uhr heute am Donnerstag. Und auch wenn das heute eher so ein bisschen so ein schiediger Tag ist mit grauem Himmel und immer mal wieder Regen, werden heute garantiert auch wieder hier im Hamburger Hafen unzählige Fotos gemacht. Ist ja auch ein sehr beliebter Ort dafür. Hier werden zum Beispiel gerade Aufnahmen für den Blumengroßmarkt gemacht. Ja, und ein sehr beliebtes Motiv hier im Hamburger Hafen ist auch sie hier, die Rigmarigmas auf unzähligen Fotos zu finden. Aber nicht nur die Rigmarigmas ist ein sehr beliebtes Motiv, sondern auch an Bord der Rigmarigmas sind beliebte Hamburg-Motive zu finden, und zwar im Pop-Art-Style. Denn dort an Bord gibt es ab sofort eine neue Kunstausstellung mit besonderen Hamburg-Bildern, und die wollen wir Ihnen heute ein bisschen genauer vorstellen. Vorher aber wie immer erstmal die Hamburg-Nachrichten aus unserem Studio mit Christina Große. Rigmarigmas ist ja schon so manches transportiert worden. Jetzt ist allerdings für die nächsten anderthalb Monate erstmal eine schöne Portion Kunst geladen. Pop Art Ahoy heißt die Ausstellung, die in den kommenden Wochen hier zu sehen ist, gestaltet von Margareta Krebitsch. Ahoy! Pop Art Ahoy! Ja, bevor wir uns um Ihre Bilder kümmern, kurz zu Ihrer Vita ein bisschen. Keine gebürtige Hamburgerin, aus Baku, Aserbaidschan, kommen Sie aber eigentlich viel wichtiger. Seit 1993, ja, Hamburg eigentlich Ihr Zuhause, oder? Das ist richtig. Ich bin richtige Hamburgerin geworden, weil Hamburgerin. Das ist meine zweite Heimat. Und einer der beliebtesten Orte, an denen Sie in unserer Stadt unterwegs sind, wie unschwer zu erkennen ist, ist der Hafen. Wasser, das ist ja quasi der Ort, wo Sie sich am wohlsten fühlen, oder? Das sitzt in der Seele und das widerspiegelt sich in meiner Kunst. Sie widmen sich den verschiedenen Orten, und das können wir hier schon sehen, im Hintergrund zum Beispiel die Landungsbrücken, aber auch hier zum Beispiel Freihafen, gerade diesen Themenbereichen und auf eine ganz besondere Art und Weise. Warum haben Sie sich für die grellen Pop-Art-Farben entschieden? Ja, da bin ich weggegangen von meiner klassischen Ausbildung, wo ich früher in ganz dezenten, dunklen Farben gemalt habe, so eine akademische Malerei betrieben habe. Dann habe ich für mich diese grellen Farben Acryl in Neon-Tagesleuchtendem Acryl entdeckt. Wie entstehen denn jetzt diese Bilder? Also wenn man hier im Hafen unterwegs ist, sieht man ja öfter mal Künstler zum Beispiel, die dann ihre Staffelei aufstellen und dann immer so ein bisschen zeichnen, ein bisschen gucken, ein bisschen zeichnen. Ich kann mir vorstellen, das geht gerade mit dieser Art, wie Sie arbeiten, nicht. Wie arbeiten Sie? Ja, also bei mir wird viel Fantasie da rein eingeflossen in meine Bilder. Das heißt, sie sehen mich nicht im Hafen sitzen. Ich sammle die Eindrücke bei mir und ich mache kleine Skizzen, mache Fotografien und dann male ich bei mir im Atelier. Welche sind denn so die Motive, die es Ihnen besonders angetan haben? Besonders, wie gesagt, Hamburg immer wieder. Und vor allem, also meine Vorliebe, große Vorliebe ist natürlich Porträtmalerei. Das war schon immer so. Und ich habe inzwischen sehr viele, eine große Reihe von Promi-Porträts gemalt, inklusive Hamburger natürlich. Werden wir auch gleich noch welche von sehen. Jetzt ist das ja hier im Frachtraum der Rigmarigmas schon so, sagen wir mal, ein bisschen nicht so schick wie in der Galerie zum Beispiel. Ne? Das ist alles so ein bisschen ehrlicher hier. Der Fußboden knackt, wenn wir hier längs laufen. Oben sind Arbeiten im Gange. Man hört manchmal so ein bisschen das Wasser plätschern von draußen. Aber das passt gerade ganz gut zusammen, oder? Dieses grelle, moderne mit eben diesem etwas Arbeiterscharme hier an Bord. Das hat seinen gewissen Charme, und diese Gegensätze, ich finde, das passt super zueinander. Dass die umso besser kommen, diese Farben, diese grelle so Pop-Art-Farben zur Geltung. So, und jetzt haben wir eigentlich zwei sehr hanseatische Männer, Helmut Schmidt, Uwe Seeler, die ja eigentlich eher so ein bisschen gediegen hanseatisch unterwegs sind, aber auch die kommen in ihren grellen Pop-Art-Farben daher. Ja. Warum haben Sie sich gerade für die beiden Herren entschieden? Ja, Helmut Schmidt ist mein Lieblingspolitiker, den habe ich immer schon gemocht, weil er mir aus der Seele spricht und gesprochen hat immer. Und ich würde ihn auch immer wieder malen in meinem Leben, schon öfter. Das wird passieren. Und direkt daneben uns Uwe? Oder uns Uwe, der gehört zu Hamburg, der ist Hamburger Jung, und er ist auch unter anderem der Ehrenkapitän der Rigmarigmas. Der darf mit seiner neuen Mannschaft hier losfahren. Der passt ja auch wunderbar hierher. Hat er das eigentlich schon mal selber gesehen, sich selbst in den grellen Farben? Das weiß ich noch nicht, aber vielleicht bald. Ist ja ein weltoffener Jung, einfach mal einladen hier an Bord der Rigmarigmas, genau. Kann er sich das angucken. Sie arbeiten aber nicht nur mit den grellen Farben, sondern unter anderem auch mit Fotografie. Das wollen wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer angucken. Vorher im Zusammenhang mit den Schleppern auch von einer großen Liebe sprechen kann, das weiß ich nicht. Aber Margareta Krebitsch, eine Leidenschaft gibt es schon für die. Warum haben gerade die Schlepper Ihnen das so angetan? Oh, ich liebe Schlepper, ich mag sie, ich male sie immer wieder gerne. Die sind so klein, immer unterwegs, immer beschäftigt. Man sieht sie so oft im Hafen.
die sind einfach toll. So kleine, knubbelige Helferlein, ne? Ja, genau. Und dieses Bild, was wir da gerade sehen, das ist auch nicht das erste, wo Sie die Schlepper gemalt haben. Also die gehören schon zum regelmäßigen Repertoire, ja, oder? Ich male sie sehr gerne und oft und sie werden ganz schnell verkauft. Das heißt aber auch so Riesenschiffe wie zum Beispiel die Queen Mary II, die jetzt gerade gegenüber bei Blum und Voss liegt, die haben es Ihnen jetzt nicht so angetan? Nicht so wie die Schlepper, aber Queen Mary habe ich auch schon gemalt. Ja. Natürlich, wobei Sie ja fast schon alles gemalt haben, was im Hamburger Hafen so vorkommt. Mhm. Fotografiert haben wir auch, darüber wollen wir jetzt sprechen, und zwar mit dem Mann, der da jetzt so gerade ganz lässig hier an der Reling lehnt. Ein Mann, den Sie auch gut kennen, das ist nämlich der eigene Gatte, Günther Rösler. Moin. Moin, moin. Der aber nicht nur der Ehemann ist, sondern auch der mit dem Fotoapparat unterwegs ist, denn Sie arbeiten auch mit Fotos, so ein bisschen das zweite Standbein. Genau, ich mache die Fotokollagen oder, so kann man sagen, digitale Malerei, sag mal heutzutage, weil das nicht nur Fotos da eingeflossen, sondern auch viele Illustrationen und Effekte und alles Mögliche. Und er kennt sich, glaube ich, auch ganz gut aus im Hamburger Hafen. Er liefert die Vorlagen dafür. Hamburger Jung, selber hier bei uns in Hamburg geboren. Das heißt, Sie kennen die Ecken hier im Hamburger Hafen auch ganz gut. Wo findet man denn mal Motive, die man nicht schon 100.000 Mal gesehen hat? Also einmal kennt man den Zeitplan, wer wann wo in Hamburg ist. Da richtet man sich danach. Und das Besondere ist ja die Collage selber. Ich verkaufe ja... Rita verkauft keine normalen Fotos, die ich mache, sondern sie macht ja die Kunst daraus. Wenn Sie dann aber mit dem Fotoapparat unterwegs sind, ziehen Sie dann extra los mit dem Auftrag, ein schönes Foto für eine Collage zu machen? Oder gucken Sie erstmal, was Ihnen vor die Linse kommt und Sie bearbeitet das dann hinterher? Ich bekomme Bescheid, was ich fotografieren soll. Guter Ehemann, der kriegt Bescheid. Aber Sie sind mit seinen Leistungen ganz zufrieden, ne? Ja, absolut. Sonst kriegt er auch Bescheid. Okay. Apropos Bescheid, Sie müssen noch ein bisschen was tun. Ja. Ne? Es muss noch ein bisschen was gehängt werden, damit dann die Ausstellung auch wirklich fertig ist. Das ist dann ja aber nochmal eine ganz andere Arbeit. Wir können ja nochmal auf so eine Collage gucken. Eine andere Arbeit als mit Pinsel und Farbe. Das ist ja eher Computer. Eher so ein bisschen sachlicher, oder? Nicht wirklich. Das ist auch Pop-Art, kann man auch so sagen. Ich war sehr viele Jahre als Artdirektor unterwegs in Hamburg für verschiedene Agenturen. Also die Arbeit kenne ich aus FF und das macht mir auch Spaß. Aber noch mehr Spaß, ich glaube, das habe ich schon rausgehört, macht Ihnen das Arbeiten mit der Farbe und dem Pinsel und auch mit den Hamburger Promis. Und da ist auch noch mal der Udo und den haben Sie auch wirklich ins Herz geschlossen, oder? Der Udo, mein liebster Darsteller, der liebste Sänger. Mit ihm habe ich auch Deutsch sprechen gelernt. Wer Udo versteht, seine Texte, der kann Deutsch. Dafür sprechen Sie aber sehr, sehr deutliches Deutsch. Wenn man sich mit Ihnen unterhalten möchte, dann kann man das tun. Hier in der Ausstellung, kommender Sonntag, Vernissage hier an Bord ab 14 Uhr. Dann ist auch der Eintritt an Bord frei und dann kann man sich über Ihre Kunst unterhalten, denn Sie machen ja auch noch viel, 16 Uhr, noch viel, viel mehr. Ab 16 Uhr. Gut, dass Sie es nochmal gesagt haben. 16 bis 18 Uhr am Sonntag. Alles klar. 19.30 Uhr gebe ich Ihnen auch noch mit als Uhrzeit. Hamburg Journal gucken und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Tschüss, schönen Abend. Tschüss.